Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Sidabi und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind heute auf der Karte, jetzt hört zu, Alheim-Laurenzbach updated modded. Das Ganze wurde uns hier zur Verfügung gestellt von simnews.net. Und so wie ich es jetzt richtig gelesen habe, wird das Ganze ja scheinbar gemoddet von Dominic Place. Ja, also da sind ein paar mehr irgendwie da zugange gerade an dem Modded-Produkt. Produkt. Also von daher wollen wir uns hier heute mal so einen kleinen Einblick machen. Hier wurde einiges wohl geändert. Und da wir ja noch nie Alheim-Laurenzbach ja hier auf der Karte hatten, dachte ich mir so, komm, warum einfach nicht? Wir können es uns doch mal zumindest anschauen. Als allererstes ist mir natürlich gleich wieder ein Fehler aufgefallen. Hier sind halt die ganzen Humans-Dateien, die sollte unbedingt bearbeitet werden, weil hier sind Payware-Produkte drin. Und sollte man die nicht besitzen, wird die Karte sofort gesperrt. Also weder der Busfahrer noch die Passanten oder sowas mussten wir das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen patchen. Also mal eben schnell rauspatchen soweit. Und jetzt funktioniert das Ganze und hoffen natürlich, dass das jetzt dementsprechend halt auch funktioniert. Weil Alheim-Laurenzbach hatte ich noch ganz, ganz duster in Erinnerung. Damals zu Micro-Hazard-TV-Zeiten, dass ja mir die Karte öfters mal abgeschmiert ist. Also von daher fest die Daumen drücken. Mal gucken. Wir fahren heute das Ganze mit dem Solaris in einem, ja, Laurenzbach Repaint. Von daher passt das Ganze. Und wir haben heute die Linie 838. Ja. Von Niederburg nach Korthausen. So sieht also heute unser Plan aus. Von daher starten wir das Ganze mal. Ach, ich bin schon lange nicht mehr Solaris gefahren. Ist ja Wahnsinn. So, 838 00 00 00 02. Gucken. Ziel 83, Korthausen. Nee, das war jetzt falsch. 838 000. War es doch richtig? Genau. Obwohl M38, haut das hin? Nee, eigentlich sollte das so bestimmt 838 heißen. Ich habe keine Ahnung. Also, da geht schon mal gut los hier. Ja. Ach, muss manuell einstellen. Ah, okay. So, wundervoll, 7.30 Uhr, ja, da haben wir natürlich noch eine ganz schöne Zeit hier, deswegen werden wir uns mal ein bisschen hier auf 7.25 Uhr einigen, da wird es ja natürlich auch dementsprechend ein bisschen heller. So, Gang, zack, 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 wo müssen wir hin? Nach Korthausen, alles klar, da lang geht's. So, was hatte ich gesagt, 838. Toll. Das hat wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Okay, warte mal. 800, 38, 28. Dienstfahrt. Ah, guck mal hier. Haha. So wird ein Schuh draus. So, na denn. Hoch hier die Bordsteine, war? Fallen sie ja runter. Zur langen Brücke. Guten Morgen. Guten Tag.
So, hier ist noch kein Corona ausgebrochen, deswegen steigen die Fahrgäste hier wieder vorne ein. Muss ja auch mal ein bisschen entspannter irgendwo zugehen. Also von daher ist heute mal Corona frei. Ja, gut. 828, 838 nach Korthausen. Flughafenterminal, Kreuzmannsfeld. Also das Ganze fährt hier ab. Ja, also, ja, bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Also ich weiß halt nur, es ist wirklich duster, dass das schon eine ganze, ganze Weile her ist, dass ich auf Aalheim gefahren bin. Das muss so eine Version gewesen sein, keine Ahnung. Aber sie war so buggy gewesen, dass halt irgendwann der Computer einfach nicht mehr nachgeladen hat. Ja, du dementsprechend halt ja immer ins Weiße reingefahren bist. Die Zeit habe ich schon lange nicht mehr gesehen, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Zeit einfach mal vorbei sind, okay? So, steigen wir mal schon ein. Nope. Okay, los geht's. Zur langen Brücke. Bietet auf jeden Fall viele, viele Linien, das muss man mal lassen, ja, Alheim-Lauritzbach. Ich weiß auch nicht, so hundertprozentig hat man hier auf jeden Fall wo einiges geändert hier in der Modded-Version. Was spezifisch da jetzt geändert wurde, habe ich jetzt so an sich nicht rausfinden können. Ja, vielleicht kann der ein oder andere zu mal ein bisschen was posten, aber es soll wohl gerade an den ganzen Plätzen soll sich viel getan haben. Oh, wer baut denn sowas, ey? Wahnsinn! Okay, jetzt haben wir hier, jetzt geht's schon los. Hier steht Bürgerbrücke. Ah, hier. Okay. Hat er ja wieder zu weit geschaltet. Aber hier will sowieso keiner mit. Von daher uns egal. Deutsche Bahn. Ah, ist ja grün. Hat ein bisschen abgelenkt hier vom Lesen. Was in der Scheiße? Der Pferd, ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Oder? Nee, nicht Handy am Steuer. Nicht Handy am Steuer. Der zweite Bildschirm ist schuld. Oh, er lässt uns. Großartig. Vielen, vielen Dank. Großartig. Alter, komm, bitte, fahr doch einfach nur. Ja, wenn ihr halt die Karte selbst testen wollt, wie gesagt, ich hau da alles unten in die Videobeschreibung mit rein. Da kommt ihr zum Discord von
dem, also zu dem Projekt dann halt. Ne, also könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen, euch das selber runterladen. Es wird wohl ja wahrscheinlich updated benötigt, also Ahlhelm Lauritzbach updated. Was ihr dazu braucht, müsst ihr jetzt wieder unter Ahlhelm Lauritzbach wieder gucken. Au, was ist mit dem Bus hier los? Das sieht auch wieder schön aus. Oh, bitte knall mir jetzt hier nicht rein. Oh, Gott sei Dank. Ja, bleibt doch da stehen, bleibt da stehen. Ihr müsst jetzt hier nicht hierher gedackelt kommen. Och Leute, wirklich. Habt ihr Pech. Wow. Sind wir weit gekommen, muss man mal lassen. Guten Tag. Guten Morgen. Ich mag's lässig, ja. Naja. Wenn du das sagst. So, geradeaus weiter geht's. Guten Tag. Sind hier heute mal Subunternehmer, deswegen sind wir die Einzigen hier, die mit dem Solaris fahren. Einfach rechts abbiegen. Aber ich erinnere mich hier, also das sind so tatsächlich echt noch so Stadt, so ein paar Situationen kommen mir noch ziemlich vertraut vor. So, eine hübsche Brücke hier.
Gott. Guten Morgen. Guten 30? Was ist hier los? Guten Morgen. Also das sind so Stellen hier, an die kann ich mich jetzt wirklich gut wieder erinnern. Also war wohl schon mal, muss ich sie ja schon irgendwann mal gefahren sein, an diese Linie. Echt gute Bauwerke hier, ja, das wollen wir mal lassen. Guten Tag. Straße.
Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Jetzt haben wir eh rot, jetzt können wir eh warten. Sehr interessante Ampelmasten. Echt. Ja, also man sieht hier tatsächlich auch manchmal echt viel Content, den man sich so gerne in Lotus wünscht, oder? Also jetzt gerade so ein bisschen beim Fahren, ich bin ja auch ein bisschen ruhiger, ne? Ich gucke mir das Ganze ja auch so ein bisschen an, weil ich selbst ja halt entweder die Linie noch nicht gefahren bin oder sowas, ne? Da komme ich jetzt nicht groß zum Quatschen und so. Gucke ich mir aber auch gerne mal so die Objekte an, was man so in Lotus zum Beispiel noch so ein bisschen vermisst, was man noch so bauen könnte. Ey, was das, wie lange das gedauert haben muss, so eine große Karte zu bauen, ja, das muss ein Mordsprojekt gewesen sein, was sie damals mit A.H. Lauritzbach da zusammengestellt haben. Dann noch mit der Updated, okay. Ey, das muss ja Ewigkeiten gedauert haben. Sowas hier auf die Beine zu stellen, weil das wirkt jetzt auch nicht einfach nur so lieblos so irgendwie hingeklatscht, sondern hier steckt irgendwie noch gefühlt so ein kleines System dahinter, wie das Ganze halt aufgebaut ist. Ja, das finde ich einfach nur großartig. Das ist bei Städtedreieck ja so ein bisschen, ne? Da wirkt das halt irgendwie so ein bisschen plastisch halt so, ne? Dass das halt jetzt so sein muss. Aber hier irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob diesen, ja, man die halt irgendwie mit System gebaut hat. Das hätte ich niemals rum geschafft. Ist ja gerade ein bisschen hart. Nachladen.
Na warum, also persönlich ich, Alu, jetzt kein großer Fan von Adam Laurenzbach war, einfach nur daran, weil ich halt mich noch an eine Zeit erinnere, wo es auf meinem System absolut nicht spielbar war, weil das halt echt fehlerbehaftet war. Krefrater Straße. Ja, aber siehst du ja, also scheint ja hier alles ohne Wenn und Aber zu funktionieren hier. Bin tatsächlich selbst ein bisschen überrascht. So, abends hier angekommen. Das war auf jeden Fall Alheim Laurenzbach. Wie viel da jetzt von der Morde drin steckte, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht beurteilen. Wie gesagt, wenn euch da irgendwie was aufgefallen ist, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ja, an sich, wie gesagt, funktioniert es auch ohne Probleme. Da war jetzt nichts. Ab und zu mal halt diese kleinen Ruckler, aber mein Gott, die kennen wir ja aus Amsi. Ja, das ist jetzt natürlich da. Ja, da kann er natürlich jetzt die Monitor, die updatet nichts dafür. An sich, klasse Arbeit. Wirklich viel, viel Liebe zum Detail hier drinnen. Ob es jetzt nun von der Monitor-Version ist oder von Alheim Laurenzbach an sich. Ja, das kann ich, wie gesagt, jetzt hier nicht beurteilen. Aber alle kriegen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben dafür, für diese schöne Arbeit. Und definitiv müsste man jetzt hier öfter mal vorbeischauen und sich mal die Karte mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um da mal ein paar Linien abzufahren. Ich glaube, davon gibt es ja hier reichlich hier in der Updated und Modded Variante. Alles weitere findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich packe euch, wie gesagt, den Discord-Link rein, dass ihr euch die Updated-Version ziehen könnt, einfach installieren könnt und dann selbst mal testen könnt. Und sonst, ja, bedanke ich mich natürlich bei euch, dass ihr dabei wart. Hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Part OMSI hier wiedersehen. Ich verabschiede mich. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.